Moin Leute, herzlich willkommen zurück in unserer Küche. Moin. Heute wird wieder gekocht und es gibt Fisch. Flora war nämlich neulich auf der Ostsee unterwegs zum Dorschangeln. Ihr könnt ja mal oben reinschauen in das Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Flora hat ordentlich Dorsch mitgebracht und wir werden heute einen Dorsch zubereiten. Es gibt Dorsch in Bierteig mit Bratkartoffeln und Soße. Und wir zeigen euch einfach mal, was man dafür braucht. Wir haben jetzt hier die zwei Filets. Das reicht für uns beide. Das ist einer von den kleineren Dorschen, genau, glaube ich, gewesen, ja, die Flora gefangen hat. Die werden dann in Bierteig frittiert. Dafür brauchen wir 180 Gramm Mehl. Dann brauchen wir Naturradler, ungefähr 300 Milliliter. Da müsst ihr dann je nach Konsistenz einfach mal schauen. Und ein Paket Backpulver. Dann ist nämlich schon der Bierteig fertig. Zu dem Fisch und den Bratkartoffeln gibt es dann eine Soße, die wir dazu machen. Da habe ich mir einfach einen Becher Creme Fraiche, einen Becher saure Sahne genommen. Dann kommt Mayonnaise hinzu und ein bisschen Petersilie, ein bisschen Knoblauch und auch wieder Zitrone. Wir werden mal schauen. Die Soße habe ich selber noch nicht probiert. Das ist also wieder ein Experiment heute. Wir legen jetzt los und zeigen euch, wie wir das machen. Flora ist unser Bierteig-Experte. Genau. Der macht richtig guten Bierteig. Deshalb ist er auch jetzt dafür zuständig. Genau. Also, um Bierteig zu machen, muss man erstmal eine Flasche Bier leeren. Nein. Also, normalerweise Bierteig macht man ja mit Bier, mit einem hellen Pilz oder sowas. Wir haben herausgefunden, dass es richtig, richtig gut schmeckt, wenn man einen Naturradler nimmt. Also es ist kein normales Radler, sondern wirklich ein Naturradler. Das bringt so eine leichte Süße noch mit rein in den Teig. Es ist einfach super lecker und das Bier schmeckt auch sehr gut. Hey. Ach, schön kalt aus dem Kühlschrank. Oh. Also, ganz einfach. Mehl hat Jana schon abgewogen. 180 Gramm. Kommt hier in unsere Edelstahlschale rein. Zack. Das ist wirklich einfach das einfachste Rezept, was es gibt. 180 Gramm Mehl. Eine Packung Backpulver. Oh, die Hälfte geht schon daneben. Einfach mit rein. Schneebesen. Ich vermische das vorher schon mal so ein bisschen, dass es vielleicht ein bisschen besser verteilt. Dann, mein Secret, Pommesgewürz dafür. Das ist eigentlich das Beste, da ist eigentlich alles drin, was man braucht an Gewürzen. Man kann alles Mögliche da reinmachen, ne? Paprika, Salz, Knoblauch, Gewürz, alles Mögliche. Da gibt es auch Fertigmischungen für. Ich nehme immer ganz gerne einfaches Pommesgewürz, weil wir das sowieso im Haus haben. Ein bisschen nach Gefühl da rein. Wie gesagt, ist alles mit drin. Salz, Paprika ist auch schon mit drin. Aber ich mache trotzdem noch ein bisschen was von der geräucherten Paprika rein. Was war einfach noch Gefühl, ne? Viel braucht man da gar nicht, hat einen sehr intensiven Geschmack. So, und jetzt einfach nur noch das Bier. Von der Menge her ungefähr 300 Milliliter. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl, dass man so die richtige Konsistenz hat. So eine Art Pfannkuchenkonsistenz. Genau, so muss das sein. So nenne ich das immer. Ja. Das Gute ist, durch die Kohlensäure und das Backpulver geht der Teig richtig schön auf. Was heißt, er geht nicht auf, aber er wird richtig schön fluffig. Und richtig schön knusprig wird er dadurch. Flora rührt jetzt erstmal fleißig die ganze Masse um. Das sieht schon ganz gut aus. Der muss schön glatt werden, da dürfen keine Mehlklumpen mehr drin sein. Man kann das Mehl auch vorher sieben vielleicht, ne? Ja. Sonst ist das so umständlich. Wir machen Hobbyküche hier. Das ist auch alles hier wirklich just for fun, ne? Ja. Wir sind keine Sterneküche. Wir wollen einfach so Alltagsrezepte zeigen, ne? Wie man es zu Hause einfach macht und kein Schickimicki, Also nichts in Perfektion, sondern wir machen es wirklich so, wie wir es hier auch machen und so zeigen wir euch das. Also vor allem wollen wir euch auch zeigen, dass man auch den Fisch verwerten kann. Ne? Also ja. Wir sind ja keine reinen Catch-and-Release-Angler, auch keine Kochtopf-Angler. Wir verwerten einfach die Fische, die
reinpassen in unsere Küche, sage ich mal, ne? Die Küchengröße haben und mit Maß, ne? Genau. Und da ich da auf der Ostsee das erste Mal war, da habe ich ja einigermaßen gut gefangen, kann man die Fische dann auch sehr gut verwerten. Ja. Besser als in den Supermarkt zu gehen und sich das fertige Fleisch zu kaufen. Das ist nämlich das Ding und das wollte ich einfach voll gerne auch mal ansprechen. Vielleicht ist das aber auch ein Thema für ein separates Video. Es ist einfach dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der uns auch dazu antreibt, angeln zu gehen. Weil, wenn man, ich sag mal, 8 Stunden angeln ist und man hat einen guten Tag und man fängt einen Fisch, den man wirklich gut verwerten kann, und man bereitet diesen Fisch zu und man isst diesen Fisch, dann isst man den Fisch viel bewusster, weil man erstens weiß, dass ein Tier dafür gestorben ist. Das muss einem einfach bewusst sein, wenn man Fleisch oder Fisch isst. Man isst weniger davon und du isst es nicht jeden Tag. Du gehst nicht einfach in den Supermarkt rein, machst das Regal auf, nimmst dir da irgendwas raus, gehst nach Hause und machst das und hast überhaupt gar nicht dieses Bewusstsein dafür, was es bedeutet, vielleicht Fisch oder Fleisch zu essen. Das ist, da kann Julian auch viel dazu erzählen. Julian war jahrelang, beziehungsweise fast sein ganzes Leben lang Vegetarier und ist jetzt Jäger und isst jetzt einfach selbst gejagtes Fleisch sozusagen. Also ja, das ist uns einfach wichtig, ne? Dass wir einfach diesen Gedanken auch an euch weitergeben, weil wir das einfach wichtig finden, dass man da das Bewusstsein für nicht verliert und warum man halt auch angeln geht. Ja. Ja, okay, genau. kleiner Exkurs, jetzt ist ja. Der Teig auch glatt. Ja, der Teig ist glatt, genau. So sollte der aussehen. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt hier, das ist jetzt ein halber Liter, schätze ich mal, ne, dass das hinkommt mit 300 Millilitern, genau. Würde ich sagen. Ne? Aber wie gesagt, einfach ein bisschen nach Gefühl machen, ich trinke auch dass er richtig schön glatt ist. Nicht zu dünn, auch nicht zu dick, so dass man da schön die Filets drin baden kann. Genau. Frittieren werden wir das Ganze dann gleich in Sonnenblumenöl. Das ist halt ein sehr geschmacksneutrales Öl, was man hoch erhitzen kann. Los geht's mit der Soße. Also, wir haben hier den Becher saure Sahne. Der kommt einmal hier in die Schale. Plop. Dann haben wir einen Becher Creme Fraiche. Kommt auch dazu. Und etwas Mayonnaise. Da kann man dann einfach ein bisschen gucken. Ich mache jetzt so ungefähr 2 Esslöffel rein, vom Gefühl her, dass man da einfach probiert. Das Ganze rühre ich jetzt mal ein bisschen zusammen. Soll einfach so eine frische Soße dann werden für den Fisch und für die Bratkartoffeln. Dass man halt nicht einfach so fertige Remoulade nimmt oder irgendeine fertige Knoblauchsoße. Deswegen habe ich mir gedacht, rührt man das einfach selber ein bisschen zusammen. Jetzt kommt erstmal die Zitrone hinzu. Mache ich auch nach Gefühl und nach Geschmack. Wir müssen es gleich mal ein bisschen abschmecken. Dann mache ich schon direkt die Petersilie und den Knoblauch auch dazu. Ist das eine Knoblauchzehe oder? Nee, eine halbe. Eine halbe, okay. Aber das ist Geschmackssache. Liebe Grüße gehen raus an Melli, die hier wahrscheinlich jetzt 3 oder 4 Knoblauchzehen reinmachen würde. Ich habe übrigens diesen grünen Strunk jetzt rausgeschnitten, weil Melli sagte, dass man danach nicht so diese Knoblauchfahne den ganzen Tag über hat. Jetzt kommt Salz. Stimmt aber wirklich, ne? Das werden wir jetzt, ja. Also das hat bei ihr tatsächlich funktioniert, als wir diese Kräuterbutter von ihr. Haben wir Kräuterbutter gegessen? Irgendwas haben wir dann von ihr gegessen mit Knoblauch. Und es hat funktioniert. Jetzt kommt Pfeffer noch zu. Oh, das sieht jetzt schon gut aus, ey. Und jetzt rühre ich das Ganze einmal um. Das wird bestimmt richtig gut. Was ich mir vorstellen könnte, wäre bei der Soße, wenn man die jetzt über Nacht stehen lässt, kann man die morgen richtig gut essen, weil die dann richtig schön durchgezogen ist. Mit dem Knoblauch und der Petersilie. Wird das jetzt eher wie so eine Sour Cream schmecken? Ja. Oder wie eine Remoulade? Wahrscheinlich wie Sour Cream, ne? Genau, eher nicht wie eine Remoulade, sondern eher wie so eine Sour Cream, würde ich auch sagen. Aber es passt halt gut zu den Kartoffeln und ich kann mir vorstellen, dass es auch gut zu dem Fisch passt. Ja. Sour Cream zu Fisch passt immer. Man könnte vielleicht sogar überlegen, also noch Gurken hinzuzutun. Flori mag aber keine Gurken. Deshalb bleiben die Gurken weg. Nee. aber vielleicht könnte man da sogar noch ein bisschen Minze oder so zutun. Ja, das wäre bestimmt gut, ja. Einfach als Anregung. Werden wir ganz kurz probieren. Ich will auch. Haben wir die Soße? Schon mal fertig. Okay, zu den Kartoffeln. Ich habe jetzt hier den Boden der Pfanne mal mit Öl bedeckt. Und
lasse das jetzt erstmal heiß werden, weil die dann gleich so in der Art frittiert werden. Deshalb ist da auch so viel Öl drin. Ne? Wir heizen das jetzt ein bisschen vor und dann kommen die Kartoffeln da rein und dann geht's gleich weiter. Das fängt schon ein bisschen an zu brutzeln. Dann gibt es ja noch den Trick mit dem Zahnstocher. Ne? Hat bestimmt jeder schon mal irgendwo in der Kochsendung gesehen. Wenn man den Zahnstocher reinhält, dann fängt das so an zu blubbern. Ich mache das heute einfach ein bisschen nach. Ja. Wichtig ist ganz lange braten, ne? So lange wie es geht. Richtig. Gleich zu Beginn kommen jetzt schon ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Die restlichen Gewürze kommen dann am Ende nochmal, ne? Genau. Damit die nicht verbrennen. Ja, ich glaube, man soll auch Salz und Pfeffer auch zum Schluss machen, aber ich mache das trotzdem am Anfang. Vor allen Dingen finde ich das ganz gut, Salz vorher schon reinzumachen. Das entzieht denen nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit und man will ja, dass die schön knusprig werden. Deswegen bin ich da ein Fan von eigentlich. Genau, ich stelle jetzt mal ein bisschen höher. Wir müssen uns noch an den neuen Herd ein bisschen gewöhnen. Der ist nämlich ein bisschen heißer als unser alter Herd. Nebenbei machen wir jetzt aber auch schon den Fisch. Flora zeigt euch, wie es geht. Genau, weil den können wir noch ein bisschen warm halten, wenn der ein bisschen früher fertig ist. Das ist immer so eine Sache beim Kochen, ne? Timing. Ja. Das macht, glaube ich, einen 5-Sterne-Koch von einem 0-15-Koch aus, ne? Wie der das timet. Deshalb machen wir das jetzt ein bisschen parallel und wenn er ein bisschen früher fertig ist, dann wird er noch warm gehalten im Ofen. Das ist bei Backfisch kein Problem. Die Herausforderung ist das halt nebenbei auch noch zu filmen. Das ist halt noch eine Sache mehr. Man muss es auch noch erklären. Ja. So, und dann funktioniert gar nichts mehr. Ja. Nein, wird schon. Es wird alles gut. Wir machen jetzt nebenbei den Fisch und Flora zeigt euch, wie das geht. So, ganz kurze Info, dass ihr euch nicht wundert, dass ich jetzt nicht das Butterschmalz genommen habe. Ich habe es gerade verrafft. Ich habe einfach das Sonnenblumenöl in die Pfanne gekippt und habe vergessen, dass ich ja das Butterschmalz dafür nehmen wollte. Aber das Sonnenblumenöl geht natürlich auch. Ich habe nur eigentlich diesmal geplant, das Butterschmalz zu nehmen, weil es nochmal ein bisschen anderen Geschmack hat. Aber jetzt machen wir das in Sonnenblumenöl. Nur für euch zur Info, dass da jetzt keine Verwirrung entsteht. Flora hat jetzt schon meinen Fisch vorbereitet. Genau. Fisch habe ich in kleine Stücken geschnitten. Und werde das Ganze jetzt erstmal wieder mit Zitrone beträufeln. Ich finde, das macht echt einen Unterschied, wenn das vorher nochmal so ein bisschen in Zitrone eingelegt wird. Finde ich auch, ja. Noch einen richtig coolen Geschmack rein. Mehl habe ich mir auch schon bereitgelegt, weil bevor das Ganze nämlich gleich in den Bierteig kommt, werde ich das nochmal in Mehl wälzen. Das sorgt dafür, dass das nochmal richtig schön Halt bekommt dann an dem Bierteig. Und die Zitrone ist vorher auch nicht schlecht, damit das Mehl auch schon schön dran hält. Du hast den Fisch jetzt auch ein bisschen in kleinere Stücken geschnitten, ne? Das genau. Ist einfach ein bisschen besser. Ja, das ist dann ein bisschen schneller fertig und frittiert schneller, ne? Ja. So. Aber es ist eine gute Portion, finde ich, für zwei Personen. Auf jeden Fall, ja. Gibt ja auch noch was dazu. Mhm. Leute, ich habe die Kartoffeln einfach zu lange gekocht. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass die mir nicht auseinanderfallen. Immer, wenn man das dann aufnehmen will und filmen will, dann funktioniert es nicht so. Aber es ist jetzt einfach so. Man muss auch dazu sagen, Jana hat nebenher noch gearbeitet, als sie die Kartoffeln gekocht hat. Da hast du, glaube ich, ein bisschen die Zeit dann verplant, ne? Ja, genau, ja. Ich habe nebenbei noch gearbeitet. YouTube, Arbeit, dies, das, Film, alles gleichzeitig. Die Bratkartoffeln reichen jetzt. Die sind jetzt schön kross. Oh ja, sieht gut aus. Ganz so doll zerfallen sind sie doch nicht. Nee, ging noch. Ein bisschen, ein paar sind ein bisschen zerfallen, aber Hauptsache schmeckt, oder? Wir tropfen die jetzt ein bisschen auf Küchenkrepp ab, damit einfach das überschüssige Fett ein bisschen aufgesogen wird. Dann werden die noch gesalzt und dann sind die fertig. Wir stellen die jetzt gleich ein bisschen warm, weil wir jetzt den Fisch danach machen erst. Genau, ist jetzt doch ein bisschen anders gekommen. Ich dachte, der Fisch ist vorher fertig, aber... Ja, es ist einfach mit Filmen tatsächlich nicht so leicht. Aber wir kriegen das hin und machen jetzt den Fisch. Genau, Ofen habe ich schon mal vorgeheizt, 100 Grad, sollte reichen. Dann bleiben die auch knusprig und warm. Sehr gut. Perfekt. Die Filets sind jetzt schon mal in Mehl meliert worden. Hatte ich ja schon gesagt, ne? Also das sorgt dafür, dass das ein bisschen mehr Grip hat. Und dann schmeißt man die einfach nur hier rein. Wendet die. Oh, lecker, ja. Das wird gut. Das wird sehr, sehr gut. So. Und die Pfanne ist jetzt schon heiß. Oh ja.
bisschen abtropfen lassen, ne? Sonst. Zack. Schieb einfach ein bisschen ran. Genau, jetzt kommt er da rein. Okay, das macht Flora übrigens auch immer. Das Öl so ein bisschen von oben rauf. Genau, sonst fällt dann Teig eventuell auseinander. Mhm. Wir haben jetzt hier schon Küchenkrepp. Da werden wir die dann, wenn die gleich fertig sind, weil das geht relativ schnell darauf legen und dann werden wir die auch warm halten, ne? Bis alle frittiert sind. Jetzt brauche ich die anderen auch noch mit rein, ne? Genau. So. Während Flora das macht, würze ich jetzt hier die Kartoffeln. Und zwar nehme ich jetzt hier ein bisschen Chili-Pulver dafür und noch ein bisschen von dem geräucherten Paprikapulver. Und Salz und Pfeffer, das kommt da jetzt noch drauf. Und dann stelle ich das Ganze in den Ofen, natürlich ohne Crepe gleich. Gucken wir jetzt noch mal ein bisschen dem Meister bei der Arbeit zu. So, müssen wir noch ein bisschen flicken. Mhm. Oh, der kann gedreht werden. Ja. Und der ist schon gleich fertig. Leute, dieser Backfisch, ne, das schmeckt so gut. Oh, mit dem Bierteig. Ich esse das so gerne. Das kann Flora immer wirklich richtig gut. Ja. Das ist schon ein paar Mal gemacht. Das kann man übrigens auch mit fast jedem Fisch machen. Ja, wir haben das schon mit Barsch und mit Zander gegessen. Ja, mit Barsch ist auch sehr, sehr, sehr lecker. Ne? Genau. Mit Aal würde ich es jetzt nicht machen. Aber sonst. Oh, wobei? mit jedem Fisch, der weißes Fleisch hat. Mhm. Und nicht zu fettig ist, ne? Ja. Also eher mit den Fischen, die dazu neigen, ein bisschen trockener zu werden, weil die Panade hält sich so ein bisschen davon ab, dass sie austrocknen. Ne? Ja. Ja, Leute, ich weiß, man darf nicht mit Metall in eine beschichtete Pfanne, aber die ist sowieso hin. Die Pfanne ist so alt, die ersetzen wir jetzt sowieso. Deshalb kann Flora da jetzt auch mit dem Löffel drin rumstochern, weil eigentlich bin ich immer diejenige, die sowas macht. Aber der Löffel ist jetzt einfach ein bisschen praktischer. Gordon Ramsay macht es auch so. Gordon Ramsay nimmt pro Rezept nimmt er dann auch immer eine neue Pfanne wahrscheinlich. Ja. Ja. So, das erste ist fertig, glaube ich. Oh, wie lecker das aussieht. Flora, es wird gut. Zu heiß darf die Pfanne auch nicht werden. Also immer ein bisschen aufpassen, weil sonst pappt der Teig ganz gerne immer in der Pfanne fest. Mittlere Hitze haben wir jetzt. So. Genau, und ich, wenn ich die reinlege. Moment, ich zeige das mal eben. Mal kurz ein bisschen hier wieder abtropfen. So. Dann kann man die mal erst noch so ein bisschen hin und her schwenken. Dann versiegelt das sozusagen. Und dann kann man diese ganz langsam ablassen. Mhm. Sonst hat man da so Stellen, wo kein Bierteig ist. Genau, oder der Bierteig löst sich ab oder so, ne? Genau. Haben wir halt auch schon gehabt. Aber mittlerweile hat Flora das drauf, dass es wirklich eine richtige, schöne Kruste wird. Ja. Drumherum. So, ich denke, der hier ist jetzt auch gleich fertig. Mhm. Jawohl, Flore, gleich sind sie fertig. Das sind die letzten beiden. Und die anderen warten hier schon. Oh, lecker. Flore, das wird sehr lecker, glaube ich. Ja. Kartoffeln warten im Ofen. Und die Soße wartet schon auf dem Tisch. Dann machen wir es gleich fertig und dann melden wir uns bei euch gleich wieder. So, es ist angerichtet. Der Moment der Wahrheit. Oh ja, yeah, das sieht gut aus, ne? Mhm. Dann probier mal, schneid mal an den Fisch. Oh ja. Leute, wenn ihr das jetzt schmecken könntet, ne? Das ist einfach ein Traum. Probier mal die Soße. Ja, ja, ich mach das jetzt mal mit Soße. Ich wollte erstmal den Fisch so probieren. Und sind die Bratkartoffeln knusprig? Mm. Sieht so aus, wa? Oh, guck mal, man hört es richtig knuspern. Ja, ah, die sind perfekt. Auch wirklich gut geworden. So liebe ich die, ey. Leute. Sorry. Es ist einfach so lecker, dass ich euch jetzt einfach essen muss. Richtig cool. Haben wir gut hingekriegt, glaube ich. Oh ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Vielleicht macht ihr das Rezept ja mal nach, wenn ihr das noch nie probiert habt. Backfisch ist einfach so eine tolle Variante, um Fisch zuzubereiten.
Wir machen das öfter. Und auch diesmal ist es wieder richtig gut geworden. Diesmal haben wir es mit Bratkartoffeln und mit einer Soße gemacht, die wir so noch nicht gemacht haben. Und es passt einfach perfekt. Also viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal.